Es ist wieder Halloween-Zeit. Zeit, sich zu gruseln. Hier sind 9 schaurige Horrorspiele für Halloween. Hallo? Ist da wer? Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zur Halloween-YouTube-Show und zu neuen überaus schaurigen Horrorspielen für Halloween. Auch dieses Jahr haben sich wieder einige von uns zu einer kleinen Halloween-Community-Aktion zusammengeschlossen und präsentieren euch ein paar gruselige und schaurige Videos. Also checkt mal die Playlist in der Videobeschreibung und schaut euch auch die Videos der anderen an. Es haben sehr viele und coole Leute mitgemacht. Wie zum Beispiel der Game-Menschen, der das Ganze dieses Jahr organisiert hat, der Gute-Laune-Typ, Nerd-Über-News, Telespiel-Tobi und viele, viele mehr. Hier, 812-411-282, bitte kommen! Moin, 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 was geht, was geht, was geht? Hallo? Sind Sie echt? Ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist alles so dunkel hier. Ich brauche Ihre Hilfe. Ganz ruhig. Was ist genau passiert und wieso brauchen Sie Hilfe? Ich weiß es nicht. Es ist alles so dunkel, aber irgendwie auch nicht. Wie meinen Sie das? Nichts ist mehr so, wie es scheint. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich glauben soll. Eben war hier noch eine Tür und jetzt ist sie weg. Über Layers of Fear. Layers of Fear? Layers of Fear ist eins dieser Horrorspiele, in denen ihr im Grunde nichts machen könnt. Ein First-Person-Spiel, in dem ihr ein paar Gegenstände sucht und ein paar Puzzle löst. Im Grunde aber eigentlich nur herumlauft. Ihr habt keine Waffen, keine Kampferfahrung oder gar Schleichskills. Aber dennoch bietet es euch ein surreales und hochgradig spannendes Erlebnis. Ihr seid ein gefeierter Maler, der sein perfektes Meisterwerk vollenden will und hierfür durchlebt ihr einen Achterbahntrip durch euer Herrenhaus bzw. wohl viel eher durch eure eigene Psyche. Denn nach einem schrecklichen Unfall mit eurer Frau verschmelzen allmählich die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn und Layers of Fear schafft es eindrucksvoll, euch den geistigen Verfall eurer Figur darzustellen. Räume, die auf einmal kleiner werden, Türen, die ihren Platz wechseln und ständig an architektonisch unmögliche Orte führen und dazu immer wieder diese Bilder. Man fühlt sich stets beobachtet und dadurch unbehaglich. Layers of Fear ist eine surreale Reise tiefer und tiefer in den sprichwörtlichen Kaninchenbau und genau deswegen ein perfektes Horrorspiel für die Halloween-Zeit. Okay, ich werde dir helfen, aber ich brauche mehr Informationen. Wo bist du? Das weiß ich nicht genau, aber ich war auf dem Weg zur Polizeistation. Polizeistation? Aber das ist ja wie bei... Ja, wie bei Resident Evil 2. Das wahrscheinlich beste Survival-Horror-Spiel aller Zeiten ist nicht erst seit seinem nahezu perfekten Remake vom Anfang des Jahres ein großartiges Spiel für die Halloween-Zeit. Kaum ein Spiel dieser Art vereint so geschickt Furcht mit Gameplay. Resident Evil 2 ist einfach ein Klassiker des Genres und ist besonders in seiner neueren Variante auch spielerisch wieder zeitgemäß. Denn statt vorgerenderten Hintergründen, Tank-Controls und festen Kamerapositionen erlebt ihr den Horror in Raccoon City nun völlig frei in 3D und mit einem modernen Steuerungssetup. Da so natürlich einige der ikonischen Jumpscares entfallen, kompensiert das Spiel dies mit einem deutlich erhöhten Splatter-Faktor. Was früher wie grobe Pixel aussah, ist heute einfach nur noch abartig realistisch und dadurch nicht weniger beängstigend als die Schreckensmomente des Originals. Ansonsten erlebt ihr hier Survival-Horror in seiner besten Art. Clevere Rätseleinlagen und Erkundungen und später natürlich auch noch der kleine Extra-Kick mit Mr. X. Resident Evil 2 muss man mal gespielt haben, nicht nur an Halloween und nicht nur als Horrorfan. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Hallo? Sorry. Alles gut? Was ist passiert? Ich bin wohl eingeschlafen und hatte einen kleinen Albtraum. Kleinen Albtraum? Witzig, dass du das erwähnst. Kennst du das Spiel Little Nightmares? Wer sagt, dass Horror immer brutal und blutig sein muss? Grotesk und nervenzehrend funktioniert genauso gut. Little Nightmares ist ein kleiner Horror-Puzzle-Plattformer, der neben seiner grandiosen Atmosphäre vor allen Dingen auch durch sein Katz-und-Maus-artiges Versteck-Gameplay punkten kann. Werdet ihr entdeckt oder erwischt, gibt es kein Entkommen. Es liegt also an euch, durch geschicktes Vorgehen aus dem sogenannten Schlund zu entkommen.
Dafür müsst ihr klettern, rennen, schleichen, springen und immer wieder kleinere Rätsel lösen. Der Clou dabei ist aber, dass ihr eigentlich immer genau wisst, wo und wer die Gefahr ist. Dennoch schafft es Little Nightmares hieraus, ein spannendes und nervenaufreibendes Gameplay zu kreieren. Und das, obwohl ich normalerweise eigentlich kein Fan von dieser Art Versteckspiel in Horrorgames bin. Insbesondere, wenn man so unbewaffnet und so klein ist wie hier. Aber Little Nightmares schafft es durch seinen einzigartigen Artstyle und seine cleveren Mechaniken, mich eines Besseren zu belehren. Also, wenn ich dir helfen soll, brauche ich dringend mehr Informationen. Bist du überhaupt auf der Polizeistation angekommen? Nein, das letzte, woran ich mich erinnern kann, war ein Feld neben der Midwich Elementary School. Kannst du damit was anfangen? Ja, okay, ich wüsste da was. Over. Hier ist 812-411-28. Bitte kommen. Ja, ich bin da. Ich bin am Hügel angekommen. Es ist zwar ein wenig neblig und mein Funkgerät scheint ein wenig zu spinnen, aber ansonsten ist hier alles still. Eins meiner ersten Horror- und das allererste Importspiel, was ich mir je selber gekauft habe, war Silent Hill für die PlayStation 1. Euer Protagonist Harry Mason erwacht nach einem Autounfall und merkt, dass seine Tochter, mit der er auf dem Weg nach Silent Hill war, verschwunden ist. Dies ist der Treibstoff, der euch durch die Stadt und die Geschichte von Silent Hill führt. Auch hier gilt, dass der Horror des Spiels nicht durch seine Gewalt oder Jumpscares herrührt, sondern vor allen Dingen seiner Atmosphäre, seiner Geschichte und der visuellen Präsentation entstammt, auch wenn die mittlerweile ein wenig angestaubt ist. Denn wisst ihr, was richtig eklig ist? Wenn man zwar weiß oder gar hört, dass da irgendwas im Dunkeln sitzt, aber man nicht genau sehen kann, was es ist. Während euch andere Spiele mit Monstern und komischen Kreaturen das Fürchten lehren wollen, spielt sich Silent Hills Horror eher in eurem Kopf ab. Ob nun der Nebel, der über der Stadt liegt, die Dunkelheit der anderen Welt, das Rauschen eures Radios, das nahe Gegner ankündigt oder die beklemmende Soundkulisse. Silent Hills Horror ist zwar nicht so brachial, aber mindestens genauso effektiv. Perfekt für die Halloween-Zeit. Ich habe den Wald erreicht, hörst du? Ja, ich höre. Gibt es vielleicht irgendeine Sache, an die du dich erinnern kannst, die mir weiterhelfen kann? Ich habe ein Videospiel verloren, als ich auf einen Baum geklettert bin. Aber das ist doch total Doom. Ja, richtig. Das war's. Doom. Das ist tatsächlich Doom. Eine clevere Story mit subtilen und psychologischen Horror ist zwar schön und gut, aber manchmal muss es auch einfach nur knallen. Dafür ist Doom von 2016 genau das richtige Spiel. Es ist zwar kein typisches Horrorspiel, aber die Bildsprache schreit aus jeder Pore: Dies sind Gegner aus einem Albtraum, dies ist purer Horror. Von daher lasse ich es einfach mal gelten, auch um den Ganzen mal eine Prise Abwechslung beizustreuen. Es müssen ja nicht immer wir die Gejagten sein. In Doom drehen wir den Spieß einfach mal um und ballern das gesamte Pack der Hölle wieder dahin, wo es hingehört. Unter den Erdboden. Dieser brutal brachiale First-Person-Shooter mag zwar vom Prinzip her simpel wirken, aber glaubt mir, das Spiel hat es erstens in sich und macht zweitens einfach sau viel Spaß. Optik, Musik, Leveldesign, Einschlag und das Gunplay an sich machen Doom sicherlich zu einem der besten Shooter dieser Generation. Und manchmal reicht es auch einfach aus, simpel zu sein, wenn das Grundgerüst dahinter so perfekt ist. Wer braucht da schon eine Story? Ich habe das Spiel gefunden, du musst also in der Nähe sein. Super! Ich werde mich mal ein wenig umschauen. Okay, siehst du einen Baum? Naja, einen? Es gibt hier Hunderte. Eine riesige Horde sozusagen. Es erinnert mich sogar ein wenig an die Zombie-Horden in einem meiner liebsten asynchronen Multiplayer-Spiele aller. Das Spiel ist in Deutschland beschlagnahmt. Was? Das Spiel, das du meinst, ist in der ungeschnittenen Version in Deutschland beschlagnahmt. Okay, das erspart mir viel Arbeit. Ich glaube, es kommt jemand. Kannst du was erkennen? Nein, es ist zu dunkel, aber ich höre es. Bist du dir sicher, dass du es vielleicht nicht nur einbildest? Vielleicht ist es eine Täuschung. Mag sein, aber ich muss weg von hier. Was soll ich tun? Ich bin doch nur ein einfacher Techniker. Wie soll ich mich denn wehren? Das Einzige, was hier noch rumliegt, ist dieser Plasmaschneider. Dead Space
2 ist wahrscheinlich eins der besten Survival-Horror-Spiele auf der PlayStation 3 bzw. Xbox 360. Auch wenn für viele der Vorgänger der bessere, weil horrorlastigere Teil der Reihe ist, stehe ich nun mal total auf Dead Space 2. Für mich trifft die Reihe hier die perfekte Balance aus Action und Horror. Denn wie ich schon erwähnte, ich stehe nicht so ganz auf Spiele, in denen ich fast nur hilflos vor etwas flüchte. Und hilflos seid ihr in Dead Space 2 dank ausgefallenen Plasmawaffen und Stasisfähigkeiten sicherlich nicht. Hauptfigur Isaac Clarke kämpft dabei nicht nur mit den grotesk ekligen Necromorphs, sondern auch mit seinen inneren Dämonen, da er die Ereignisse des ersten Teils noch nicht so ganz verarbeitet hat. Eine spannende Geschichte, taktische Kämpfe, bei denen ihr gezielt Körperteile der Gegner zerstören müsst, clevere Rätsel und eine dichte Atmosphäre. Wer etwas mit Science Fiction, System Shock oder dem Resident Evil Gameplay ab Teil 4 anfangen kann, der kommt an Dead Space 2 nicht vorbei. Der Weg führt nicht weiter. Hier ist ein Abgrund. Was soll ich tun? Bist du da am beschriebenen Baum? Ja. Du musst springen. Bitte was? Tu es einfach. Vertrau mir. Das kann ich unmöglich tun. Da unten ist doch nichts. Ich habe mein anderes Spiel dort verloren. Und als ich hinterher gesprungen bin, landete ich auf einmal hier. Bitte, du musst mir helfen. Bloodborne ist zwar kein typisches Horrorspiel im eigentlichen Sinn, aber ihm seinem Horror abzusprechen, kann man irgendwie auch nicht. Von der düsteren Architektur bis hin zum grotesken Gegnerdesign, Bloodborne ist furchterregend, Bloodborne ist dunkel und Bloodborne schafft allein durch sein Gameplay etwas, wovon viele andere Horrorspiele nur träumen. Es bereitet dem Spieler Stress oder gar Unbehagen. Ich meine damit nicht nur die Angst beim vorsichtigen Erkunden und Fortschreiten in eine unbekannte und düstere Welt, sondern vor allen Dingen das fordernde und unbarmherzige Gameplay. Jeder Kampf ist wichtig, jeder Gegner ist gefährlich, jeder Schlag muss sitzen und es bringt wenig, sich seiner Furcht hinzugeben und zu flüchten. Nur durch aggressives Auftreten bleibt ihr am Leben. Gepaart mit der Angst, insbesondere in Bosskämpfen, dass mit einem Fehler alles in Sekundenschnelle vorbei sein kann, ergibt das einfach puren Horror. Aber wenn man erfolgreich ist, dann ist es gleichzeitig auch eins der besten Gefühle überhaupt. Und es macht Bloodborne zu einem der besten Spiele der letzten 5 Jahre. Es ist nichts passiert. Natürlich nicht. Das war ein Scherz. Willst du mich verarschen? Ich riskiere meinen Arsch für dich und du machst Scherze? Dafür muss immer Zeit sein. Selbst in Horrorspielen. Schau unter dir nach. Stabst du Zombie? Es gibt kaum ein Horrorspiel, in dem es nicht gegen irgendeine Art von Zombies geht. In Stubbs the Zombie, Rebel Without a Pulse, geht es aber nicht gegen Zombies, sondern ihr seid der Zombie. Ihr seid Stubbs und dürstet nach menschlichen Gehirnen. Daher treibt ihr in der Stadt Punchbowl euer Unwesen und versucht später sogar, eure verlorene Liebe wiederzufinden. Als Zombie nutzt ihr natürlich nicht die typischen Waffen eines Menschen. Ihr habt euer eigenes Repertoire. Ihr schlägt und pupst lieber, ihr wirft euren Kopf in Gegnergruppen oder übernimmt mit Hilfe eurer abtrennbaren Hand kurzzeitig die Kontrolle über einen eurer Widersacher. Und sind diese dann erstmal genug geschwächt, verschmaust ihr genüsslich deren Gehirne. Lecker! Gegner, die ihr auf diese Weise aus dem Weg bringt, werden natürlich selber zu Zombies, sodass euch im Verlauf der Level immer mehr eurer Gefolgsleute hinterherlaufen können. Das Spiel nimmt sich offensichtlich nicht sehr ernst. Und das ist auch gut so, denn gepaart mit dem kuriosen Gameplay und dem mal etwas verdrehten Ansatz macht es das Spiel zu etwas ganz Besonderem. So, ich bin jetzt an dem Punkt, an dem du dich zuletzt erinnert hast. Hallo? Hallo? Bist du noch da? Was ist das? 8-1-1-4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 -1-4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